Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln, was ich will. Meine neueste Erfindung kann Menschen in Teddybären verwandeln. Wow! Oh, ich bin so weich. Ist das nicht super? Morphle spielt Teddybär, Mila. Tschüss, Professor Rashid. Tschüss, Mila und Morphle. Na so, Zeit, mich selbst zurückzuverwandeln. Oh nein, ohne Hände kann ich die Fernbedienung nicht verwenden. Hast du das gehört, Jörn? Ja, und ich liebe Teddybären. Schweig, Jörn. Ach du heiliger Bim-Bam! Mila Teddybär! Bester Teddybär! Banditen! Und die haben die Teddybär-Fernbedienung! Oh! Was passiert hier? Ja. Wir müssen sie aufhalten, Morphle. Verwandle dich in einen superschnellen Geparden. Hä? Oh, ich kann mich ohne Hände nicht festhalten. Kannst du mich mit deinem Schwanz festhalten? Super! Los geht's! Oh nein, ich hab bald ein Date. Oh! Wie wär's, wenn du mich ein Stückchen trägst? Nicht in meiner Stadt. Banditen aufhalten. Oh nein, guck mal, Stein. Warum verwandeln wir dich nicht auch in einen Teddybär? Funktioniert nur bei Menschen. Ja. Ah. Oh nein, jetzt bin ich ein Teddybär. Oh, du bist so ein süßer Teddybär. Super, jetzt können wir alle zurückverwandeln. Als erstes Beamten Frost. Das ist besser, aber nicht für euch zwei. Oh. Immerhin habe ich einen weichen, kuscheligen Teddybär mit mir im Gefängnis. Mit meiner neuesten Erfindung kehre ich die Schwerkraft aller Objekte um, die ich seppe. Seppe mich, Professor Rashid.
Mit diesem Spiegel kann ich mich selbst zappen. Oh, rümpelnde Reagenzgläser. Ich hab den Zappern nicht gesappt. Das ist unsere Chance. Oh nein! Ab sofort werden wir die Schwerkraftbanditen sein. Marvel, los, ihnen nach. Die Frau retten, Marvel. Wir müssen die Banditen jagen, Marvel. Hey, nicht in meiner Stadt. Mit diesem Zapper können wir alle Zaubertiere klauen. Ich sehe heute mächtig gut aus. Meinst du nicht, Herr Spiegel? Tja, allerdings. Her mit allen Zaubertieren! Nein! Hm? Nein! Verrückt. Wir sind die Lunchpaket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich habe kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Ja.
nächste bitte. Hier abzuhauen, Jorn. Anfänger! Ja! Alle gerettet. Und mein Sandwich. Guck mal, Morphe. So. Morphe auch. Keine Sorge, Morphel. Du kannst das bald. Aber du wirst nie so gut sein wie der Kleine hier. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu blasen. Manchmal schäumt er dabei vor Freude über. Oh, seht ihr? Das sieht lustig aus. Oh, ah. Boba? Das ist hoch genug. Ich komme nicht mehr raus. Morphel, Morph in etwas Großes. Ah, großer Truck. Jetzt Morph und Mila retten. Was passiert hier? Hilfe! Hilfe! Morphel, Hilfe! Oh. Nein! Oh! Ein Auto fällt vom Himmel! Da bist du ja, Boba. Hör mal, du kannst nicht einfach magische Seifenblasen überall hinblasen. Das sorgt für viel Ärger. Nicht in meiner Stadt. Papa! Morphel, kannst du meine Blase zerplatzen? Puh, danke, Morphel. Hast du Mila gesehen? Ich glaube,
Sie ist da lang. Ich war nicht sicher, ob ich mein Auto jemals wiedersehen würde. Also, Boba, wenn du nächstes Mal überschäumst, bitte nimm es nicht so wörtlich. So warm. Also, wir fahren zum Strand. Haustiere, kümmert euch um den Laden, während wir weg sind. Tschüss alle zusammen. Also, jetzt zum Geschäft, Jan. Hast du sie probiert, Stein? Ziemlich gut. Hallo, Madam. Stört Sie das heiße Wetter etwa? Ja, ganz schrecklich. Vielen Dank der Nachfrage. Friere Sie ein. Viel besser, oder? Wer als letztes im Wasser ist, ist eine Essiggurke. Oh, wo kommt bloß das Eis her? Nichts zu danken. Viel Spaß. Keine Sorge, Papa. Wir werden sie aufhalten. Verwandle dich in einen riesigen Löwen, Morphle. Jetzt machen wir sie fertig. Oh nein, Morphle. keine Sorge, Morphle. Ich krieg dich da raus. Morphle hat's auch erwischt, was? Papa, du bist frei. Ja. Zum Glück ist die Sonne heute so heiß. Jetzt lass Morphle da rausholen. Yay! Jetzt ist Morphle ein Monster-Truck. Mit Stacheln auf den Rädern. So verlieren wir auf dem Eis nicht den Halt. Wär's hiermit? Oh. Hm.
Wollt ihr ein Eis haben? Mein Klebemobil ist weg. Mila, guck mich an. Ich sehe dich nicht, Papa. Schau hoch. Hi. Das ist so cool. Ja. Oh, für wen auch? Was? Waffel! Lustiger, Papa. Lass mich los, Waffel! Waffel will auch! Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. Oh, ich habe eine Idee. Machen wir ein Rennen. Was? Das wird lustig. Okay. Wer zuerst auf der Bergspitze ist, gewinnt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein. Hör auf. Wow. Die sind aber schnell. Sie rennen um die Wette zur Bergspitze. Ich habe einen Preis dafür. Los geht's. Den Weg abgeschnitten. Wow, ziemlich schlau. Gut gemacht, Morphe. Ich fühle mich so stark wie noch nie. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Da lang, Morphel. Wuhu! Wir
wir haben sie abgehängt, Orphel. Ja! Was? Tu etwas, Orphel! Das war toll! Da ist der Berg. Orphel, so müde. Orphel, auch müde. Ich werde für dich das Rennen gewinnen, Morphel. Oh nein, wirst du nicht. Wer hat gewonnen? Ich glaube, es ist unentschieden. Keine Sorge, Mila. Ein guter Preisverleiher hat immer zwei Preise dabei. Das war toll, Morphel. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das wäre großartig. Puh, diese Hütte zu bauen ist viel Arbeit. Morphe, verwandle dich in einen Hammer. Wow, das sieht toll aus, Morphe. Wenn auch ein bisschen klein. Keine Sorge, wir machen sie größer. Richtig, Morphe? Okay, dann fange ich mal an, innen zu streichen. Ah, das ist perfekt. Zeit für eine kleine Pause. Wir brauchen noch ein Stockwerk, Morphel. So hat Papa gleich noch mehr Platz. Hey Mila, was macht ihr da? Wir bauen eine Hütte. Das wird die beste Hütte überhaupt. Also, wenn ihr die allerbeste Hütte haben wollt, braucht ihr eine Rutsche. Und einen Balkon. Das stimmt.
jetzt viel besser. Ja, das ist jetzt die beste Hütte überhaupt. Irgendwie fehlt noch immer was. Was ist passiert? Papa, was hältst du von deiner neuen Hütte? Hol mich hier runter. Na klar, wir haben vergessen, eine Leiter anzubauen. Keine Sorge, Papa, wir kümmern uns. Morphe, lass uns noch mehr Holz holen. Nein, lasst mich nicht allein. Mila, Morphe, seid ihr noch da?